Super. Also, herzlich willkommen zur ersten Demo von Studenten stehen auf in Karlsruhe. Super, dass ihr alle hier seid. Ich bin Thea und ich führe die Versammlung heute hier zusammen durch mit der offenen Gesellschaft Kurpfalz und der Jugendinitiative Studenten stehen auf Karlsruhe. Dass ich hier heute hier vorne stehe, hängt ganz eng damit zusammen, dass ich selbst Studentin bin. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle kurz die Corona-Regelungen an den Hochschulen in Baden-Württemberg in den vergangenen 2 Jahren Revue passieren lassen. Zwar wurde im März 2020, wie alles andere natürlich auch, wo es möglich war, Studium komplett auf Online-Lehre umgestellt. Und das für ganze 1,5 Jahre, also bis Sommer 2021. Und nur das Unvermeidliche, wie irgendwie Laborpraktika, hat in Präsenz stattgefunden. Prüfungen waren teils online, teils in Präsenz. Das bedeutet, dass manche Erstsemester nach einem ganzen Jahr Studium immer noch nie die Uni von innen gesehen hatten. Und wer zum Beispiel zum Studium in eine fremde Stadt gezogen war und sich da ein komplett neues Umfeld aufbauen musste, der durfte das auch tun, ohne seine Kommilitonen in der Uni treffen zu können. Und im vergangenen Wintersemester, so ab September, Oktober 2021, hat dann erstmalig wieder Präsenzlehre stattgefunden, unter 3G-Bedingungen. So weit, so besser. Allerdings wurden dann zur ungefähr gleichen Zeit die kostenlosen Schnelltests abgeschafft. Und wenn jetzt so ein Schnelltest so 10 Euro kostet und man mehrmals pro Woche irgendwelche Präsenzveranstaltungen hat, dann kann man sich ganz leicht zusammenrechnen, dass es ziemlich schnell ganz schön teuer wird. Und manche Vorlesungen gab es, ja, buh, gab es dann zwar noch weiterhin online, aber andere ausschließlich in Präsenz. Ich selbst war von diesem Problem glücklicherweise gar nicht betroffen, aber diese Nötigung zur Impfung für finanziell schwache Studenten hat mich echt beschäftigt. Und ich hatte die Corona-Maßnahmen bis dahin auch mitgetragen. Aber dass so etwas Grundlegendes wie ein Studium, was wirklich alles andere als eine verzichtbare Freizeitbeschäftigung ist, plötzlich von einer Impfung bzw. vom Geldbeutel abhängt, das fand ich schon ziemlich komisch, weil vor allem der Kontostand den Virus ja auch überhaupt nicht interessiert. Und eigentlich finde ich es echt fantastisch, welch guten Zugang zu Bildung wir hier in Deutschland im Vergleich zu manchen anderen Ländern haben. Und solch eine Regelung steht echt im Gegensatz dazu, was ich mir unter freier Bildung vorstelle. Das wurde für mich also zu einer Art Schlüsselerlebnis, woraufhin ich mich aktiv dann mit den Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt habe. Ich habe dann auch an der Uni angefragt, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, dass sich die Betroffenen an der Uni vor Ort unter Aufsicht testen, was deutlich günstiger wäre, als das in einem zertifizierten Schnelltestzentrum zu tun, oder ob es nicht finanzielle Unterstützung für die Studenten geben könnte, die sich diese Schnelltests nicht leisten können. Später habe ich auch erfahren, dass ich nicht die Einzige war, die nachgefragt hatte, und wir haben natürlich die gleiche Antwort bekommen. Das sei leider nicht umsetzbar. Sie würden sich aber um mehr Impfangebote an der Uni bemühen. Zu einem Zeitpunkt. Zu einem Zeitpunkt, als die Impfzentren nicht mal ausgelastet waren und man noch am selben Tag einen Termin erhalten konnte, wenn man denn wollte. Naja, später hatte sich diese Frage dann sowieso erledigt, als an den ganzen baden-württembergischen Hochschulen eine 2G-Regelung eingeführt wurde. Und manche Vorlesungen für manche Studis dann einfach ersatzlos gestrichen waren, weil es gar kein Online-Angebot gab, sondern die Vorlesung nur in Präsenz durchgeführt wurde. Das ist wirklich eine Schande. Und auch die... Ja. Und auch die Tatsache, dass uns diese Regelung einfach so als alternativlos präsentiert wurde. Der Uni war ein solidarischer Umgang miteinander während der Corona-Pandemie immer wichtig. Aber wo war ihre Solidarität, als ungeimpfte, gesunde Studenten in finanzielle Not geraten sind? Und wo war ihre Solidarität, als einige Studenten aufgrund eines fehlenden Zertifikats gänzlich von Veranstaltungen ausgeschlossen wurden?
Jetzt steht uns glücklicherweise ein relativ normales Sommersemester bevor. Es gibt keine Zugangskontrollen mehr und auch keine Maskenpflicht, zumindest nicht an den Karlsruher Hochschulen, soweit ich das mitbekommen habe. Trotzdem dürfen diese Missstände nicht einfach in Vergessenheit geraten, sondern müssen aufgearbeitet werden. Es kann nicht angehen, dass die Verantwortlichen in Politik und Hochschulleitungen die gesunden Menschen aufgrund eines körperlichen Merkmals den Zutritt zur Bildung verwehrt haben und sich dem wissenschaftlichen Diskurs darüber verweigert haben, einfach in ihren Ämtern bleiben. Wollen wir in einer solchen Welt leben? Ich denke nicht. Wäre es nicht erfreulich, wenn die Hochschulen auch ein Ort wären, wo so brisante Themen wie die Corona-Krise offen diskutiert und dadurch vielleicht auch neue Lösungsansätze gefunden werden könnten? Als ich mich erstmalig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich ganz viele offizielle Daten aus unterschiedlichen Quellen ausgewertet, um mir ein eigenes Bild von der ganzen Situation zu verschaffen. Dabei konnte ich direkt Wissen aus dem Studium in die Praxis umsetzen, denn mit Daten umzugehen, habe ich von dort gelernt. Es gibt so viele helle Köpfe an den Hochschulen, die die Welt von morgen mitgestalten werden. Wäre es nicht schön, wenn wir all diesem Potenzial einen offenen Raum geben würden, wo wir miteinander um die besten Argumente ringen? Studenten stehen auf, steht für die Freiheit von Wissenschaft und Lehre und die unvoreingenommene Auseinandersetzung mit solchen kontroversen Themen. Dabei bleiben jegliche Protestformen immer friedlich und gewaltfrei. Studenten stehen auf, steht für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft und die Eigenverantwortung der Einzelnen. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht gehört umgehend abgeschafft. Stattdessen wünschen wir uns einen offenen Diskurs. Und ich persönlich freue mich auch immer tatsächlich über den offenen Austausch mit unterschiedlichen Meinungen, bei dem jede Seite, auch unsere, bereit ist, die eigenen Ansichten zu hinterfragen und gegebenenfalls auch zu verändern. Studenten stehen auf ist ein dezentrales Netzwerk von jungen Menschen, dem sich aber nicht nur Studenten, sondern zum Beispiel auch Azubis, Schüler und junge Berufstätige anschließen können. Wie auch hier in Karlsruhe gibt es an vielen Studienorten eine lokale Gruppe. Diese Gruppen organisieren sich selbstständig an den einzelnen Orten und legen je nach Gegebenheiten unterschiedliche Schwerpunkte. Auch wenn die Bewegung am Wachsen ist, ist sie insgesamt noch relativ unbekannt. Was unter anderem daran liegt, dass viele auch Angst haben, sich öffentlich dafür einzusetzen. Insbesondere wir Studis haben noch eine unbekannte, unsichere Zukunft vor uns, deren Weichen gerade jetzt gelegt werden. Und da möchte man es sich natürlich nicht verscherzen. Aber die Studenten stehen auf Gruppen, bieten vielen ihrer Mitglieder Halt und auch Unterstützung, wenn jemand aktiv werden möchte und Hilfe bei der Umsetzung seiner Ideen braucht. Und heute freuen wir uns mega über all eure Unterstützung. Es haben schon im Vorfeld einige Leute gesagt, dass sie sich freuen, dass die Studis auch mal was organisieren. Und genau. Und das finde ich mega ermutigend. Danke euch.
Ja, Bilder und Aufzeichnungen von der heutigen Veranstaltung sowie einen offenen Brief, den Studenten stehen auf, an die baden-württembergischen Hochschulen gesendet hat, findet ihr später in den Kanälen von Studenten stehen auf und der offenen Gesellschaft Kurpfalz, zum Beispiel über die Webseite offene Gesellschaft Kurpfalz bzw. kurz offges.de. Jetzt habe ich fertig und freue mich auf die Merle, die ein bisschen was aus Schülerperspektive berichten wird. Hallo Karlsruhe, mein Name ist Merle, ich bin noch Schülerin, ich gehe noch nicht zum Studium, aber ich möchte euch heute mal ein bisschen aus meiner Perspektive berichten. Bestimmt erinnert ihr euch noch an eure Schulzeit, an eure Klassengemeinschaft, an gute und schlechte Tage. Ich werde darüber berichten, wie unser Leben gerade jetzt aussieht und wie wir mit der Situation besser umgehen bzw. diese besser verändern können. Ich kann euch einmal einen Einblick in die letzten Wochen und Monate geben. Es galt nicht nur die ganze Zeit Masken- und Abstandspflicht, sondern auch die Fenster mussten den ganzen Winter offen bleiben, egal ob es geregnet oder geschneit hat. Außerdem kamen alle 20 Minuten Durchsagen, die uns daran erinnerten, dass wir dies nicht vergessen. In meiner Schule sind bis auf ein wenige Ausnahmen alle geimpft und tragen schön bravenartig ihre FFP2-Maske. Ich habe eine Maskenbefreiung und musste mit 2 Meter Abstand zu jedem sitzen. Dagegen habe ich mich erst gewehrt, da wir gerade die Grundgesetze behandelten und ich mich nicht diskriminieren lassen wollte. Dafür, dass ich mich wehrte und auf das Grundgesetz pochte, warf man mich aus dem Unterricht. Außer im Sportunterricht, da ist das Virus nicht ansteckend, da mussten wir keine Masken oder Abstandregeln halten. Jetzt wurden die Maßnahmen zum großen Teil aufgehoben. Wir müssen keine Maske mehr tragen, aber so gut wie jeder trägt sie freiwillig weiter. Und das ist okay, meinetwegen können sie es machen, meinetwegen kann sich auch jeder alle paar Monate impfen lassen. Aber ich möchte das nicht und ich glaube, ihr wollt das auch nicht. Wir wurden vor die Frage gestellt, wo ist unsere rote Linie? Wie weit wollen wir gehen? Was können wir überhaupt tun, um zu zeigen, dass wir mit dem jetzigen System nicht einverstanden sind? Viele hatten oder haben immer noch psychische Probleme, weil sie mit der Situation nicht zurechtkommen. Wir alle erleben tagtäglich Ausgrenzung und Diskriminierung in diversen Bereichen. Das ist nicht in Ordnung, das darf nicht sein. Wir sind Menschen, genau wie alle anderen. Der einzigste Unterschied ist, dass wir selbstständig denken und nicht mit allem zufrieden sind, sondern wir leisten Widerstand. Und das ist etwas Gutes, das macht uns stark. Gemeinsam für unsere Freiheit und Rechte zu kämpfen, ist ein so starkes Gefühl und bringt so verdammt viel Selbstbewusstsein. Und Leute, guckt euch mal um, ihr seid nicht allein. Alleine montags die Montagsspaziergänge in jedem noch so kleinen Ort gehen so viele Menschen auf die Straße. Zum Thema zurück, was wir vor allem für uns selbst tun können. Mir persönlich hat es extrem geholfen, mich mit gleichgesinnten Menschen zu treffen, weil es, wie ich es durch die Studentenstehen aufgetan habe. Ich habe zwar das Glück, eine kritische Familie zu haben, aber das hat mir nie gereicht. Ich wollte junge Leute kennenlernen, die mich verstehen oder es zumindest versuchen, die mich und meine Meinung akzeptieren und mich nicht aufgrund einer fehlenden Spritze ausgrenzen. Und das habe ich hier gefunden. Ich werde zum ersten Mal in meinem Leben mit all meinen Stärken, aber auch all meinen Schwächen akzeptiert. Mir wird zum ersten Mal richtig zugehört und ich werde als Person anerkannt, so wie ich bin. Leider ist gerade unsere Gesellschaft immer oberflächlicher geworden. Uns Staufis ist es aber egal, woher du kommst, ob du arm oder reich bist. Oder ob du den neuesten Trendsetter trägst oder ein iPhone hast. Das ist egal. Es geht uns um die Person an sich, ihren Charakter und dass sie und den Mut und die Stärke besitzt, für sich selbst aufzustehen und nicht blind der Masse hinterherzulaufen. Stauf zeigt mir gerade eine Welt, in der ich wirklich leben möchte. Denn bei uns ist jeder willkommen, wir grenzen keinen aus. Vielen Dank.
Super, Merle, vielen Dank dir. Wir freuen uns auch riesig, dass du in unserer Gruppe bist.